1986, irgendwo in Niederbayern. Die drei Brüder der Familie Baumgarten könnten unterschiedlicher nicht sein. Während Möchtegern-Geschäftsmann Hansi als Versicherungsvertreter durchs Leben geht, lebt der dicke Paul zurückgezogen und sucht die Nähe zu Gott. Ökoaktivist Lukas hingegen möchte lieber das Land verlassen und Wale retten. Mama, ich gehe für 12 Monate auf ein Greenpeace-Schiff. Wo fährst du hin? Auf ein Schiff von Greenpeace. Weißt du, die sind ja mit die Wale. Mit die Wale? So? Ja, ist ja wurscht. Du, ich melde mich dann wieder, wenn ich wieder komme, gell? Ein Schiff? Was machst du, liebe Lukas? Ist das nicht gefährlich? Nein, das ist nicht gefährlich, aber das erklärt alles, wenn ich wieder da bin. Die Brüder sind zerstritten und haben sich auseinandergelebt, seit ihr Onkel Sepp vor 18 Jahren ins Koma gefallen ist. Doch ein neues Drama bahnt sich an und soll die drei wieder zusammenführen. Weil der Metzger Much dringend Geld braucht, lässt er sich von Hansi überreden, für die Versicherung einen Unfall vorzutäuschen, der ihm seine Hand kostet. Knapp 100.000 würde ich brauchen. Wenn ich jetzt einen Unfall hätte, dann könnte man schon was machen. Hacksbrecher oder was? Also pass auf, ihr Gläster. 100.000. Mit Klink? 250. 1,2 Millionen. Was, so viel? Ja, hast du da drum weniger? Dafür bist du reicher Mann. So schaut's aus. Sind wir lustig halt, hm? Ja, ich bin immer lustig. Du holst jetzt deinen depperten Bruder, Baumgarten, und dann fährst wieder. Wir haben ja im Moment andere Sorgen. Ist schon recht. Der will noch einen Witz machen, oder? Doch es kommt schlimmer und dem Metzger wird der halbe Arm von einer Maschine abgetrennt. Irgendwie kommt der Arm auf den Hof der Familie Baumgarten und den schrulligen Eltern der drei Brüder. Was meinst du, wie ihn der gehört? Gehört hat, meinst du? So, der gehört da halb noch dem, an den er hingewachsen war. Ja, wir können auch Zettel aufhängen mit einem Foto. Wer vermisst diesen Arm, bitte melden. Und schon geht die etwas ungewöhnliche Suche nach dem vermissten Arm los, bei der jede Hilfe recht ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, mach, dass wir meinen Arm wiederfinden. Was weg ist, ist weg, ist eine rabenschwarze Komödie, in der die bayerische Lebensanschauung und Mentalität besonders gut zur Geltung kommen. Außerdem ist der Film eine Hommage an die 80er Jahre, der auch außerhalb von Bayern die Lachmuskeln strapazieren soll, sagt Schauspieler Maximilian Brückner. Jedes Land hat so ein bisschen, jedes Bundesland wahrscheinlich so ein bisschen einen eigenen Humor. Ich glaube, dass der in Nordrhein-Westfalen der andere nochmal ein bisschen anders ist. Aber guter Humor versteht jeder. Deswegen funktioniert der Film so. Also ich glaube, der Lehrer kommt überall. Der kommt Hochdeutsch, der kommt in den Norden dran, weil er mit den Leuten arbeiten kann und weil er Geschichte erzählen will. Und zwar seine eigene. Und deswegen, weder der Film noch der Lerch sind auf diese Region festgelegt. Scheiße, dass das passiert ist. Aber mei, jetzt ist es halt einmal so, gell? Was weg ist, ist weg. Komischer Tag ist das heute.